Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Western Wilds Map. Und ja, wir stehen hier bei unserem wunderschönen neuen Schafstall. Na, da pesen sie gleich ab, bisschen kamerascheu. Naja, macht ja nicht, die sind ja noch jung. Ich habe mal unser Rödel hier noch weggeräumt, das stand hier noch vom letzten Mal. Ist so vielleicht so eine kleine Testfolge. Ich habe Grafikeinstellungen nochmal so ein bisschen rumexperimentiert und ich nehme wieder über Grafikkarte auf, so wie früher, ja, so wie sich das gehört. Habe nämlich gestern 5 Folgen Fox Farm aufgenommen und wurde dabei nicht enttäuscht. Das lief recht performant, da war ich richtig glücklich. Und, wisst ihr was Tolles? Hier, Silageballen sind reif. Bedeutet, wir fahren die Dinger jetzt in die BGA. Ja, schön voll machen. So, und ab... Ah, wir hängen hier fest, das ist fantastisch. Ja, rückwärts. Nicht, denn nochmal. Ja, mit drücken! So. Wir müssen mal gucken, dass wir hier Bodenanpassung nochmal irgendwie ein bisschen hinkriegen. Dass wir die Delle hier rausbekommen und ist recht laut. Ist besser? Ne, ist immer noch laut. So. Na, warte mal. Jetzt vielleicht, oder? Ich glaube, jetzt ist der Ton okay. Deutlich erträglicher. Wahrscheinlich jetzt so ein bisschen zu leise, aber ist mir lieber so. Und wenn mir die Karre permanent in die Ohren schreit, da habe ich aber ja keinen Bock drauf. So, dann eiern wir... Ah Gott, hier ist ja die Straße zu Ende. Stimmt, weil hier nur ja keine Straße existiert. Oh, oh, dann fahren wir über den Weg. Über den Gras, meine ich. Über den Weg, genau. Apropos Silage BGA. Ihr seid ja in den Kommentaren derart fleißig, das ist ja fast nicht möglich. Ihr habt gesagt, die BGA, die produziert richtig heftig kräftig. Bedeutet, wenn wir da irgendwas drin schmeißen, dann kommt ja unfassbar viel Gas bei raus. Meinetwegen soll das so sein. Wenn wir das Gras dann irgendwie noch extra verkaufen können, umso besser. Und da habe ich mir jetzt aber schon überlegt, wenn wir jetzt hier den Kartoffelacker haben, nebenbei bemerke ich hier, die Kartoffeln, die wachsen fantastisch. Wenn wir jetzt hier den Kartoffelacker haben, dann haben wir, glaube ich, verdammt lange ausgesorgt mit so Dinge. Ich würde aber trotzdem sehr gerne den Wald hier weg haben. Und mit dem Holz, was wir da ernten, vielleicht die Sägewerke füttern, vielleicht aber auch unser Bankkonto. So, wenn wir hier anhalten. Werden die leider nicht runtergenommen. Das ist schade. Und wenn wir die wieder auf... Oha, fliegen die aber weg hier. Hallo? Oh oh. Was ist denn, wenn wir die hier rüberschieben? Wenn die denn aufgelöst? Ja, dann werden sie aufgelöst. Okay, also wir müssen was hier reinstellen. Vom Hänger werden sie nicht genommen. Und der Dosierer füllt sich. Habt ihr das gesehen? Wow. Hier liegt nur ein Kollege. Dahinter liegen zwei. Okay, dann sammeln wir die mal weg und stopfen die hier rein. So. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel das Ding hier nimmt überhaupt. Was ist denn, wenn wir... Oh, hier wollte ich jetzt nicht hin. Entschuldigung, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Wir haben uns verlaufen. Wo wollen wir hin? Jetzt haben wir alle Fahrzeuge durch. Mann, da wollten wir hin. Das ist aber ganz schön laut hier, ey. Leute. Warte mal. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn wir das hier in den Dosierer reinspeisen. Dann packe ich es lieber davor. Da weiß ich nämlich, das wird aufgelöst. So. Oh, guck mal, wie das abgeht. Wir sind hier bei Zeit 0,5 und Methan geht mal übelst los. Und wir haben ja noch Silage zu Hause. Güter fehlen, Silage läuft. Schaden.
ist er? Der, da, der, der, der? Okay. Warte mal. Wir müssen mal in die Produktion schauen. So, Gärreste direkt verkaufen. Methan geht übelst ab. Alter Vater. Theoretisch können wir mit der Gülle und dem Mist von den Schweinen, die wir vielleicht irgendwann mal haben werden, das Ding hier durchaus befeuern. Oder guck mal, Methan. Alter, übelst wie viel. Pass auf, wir brauchen nicht Gas. Wir lassen den Hänger direkt hier stehen. Holen uns mal diese tolle Fass, was wir haben. Ist das unsere Gerätschaft? Ja, oder? Okay. Wird er Gründe haben, warum der hier schläft? Alles klar. So, den Anhänger. Oh, der hebt da aber das Beinchen. Das ist nicht schön. So, häng mal ran. Ist hier Wasser drin? Bestimmt, wa? Jo, dann müssen wir das Wasser mal schnell leer kippen. Der Hydrant ist stabil. Habt ihr gesehen? Kann man rüberfahren. Passiert ja nichts. Nö, das ist voll mit Wasser, ne? Jetzt können wir das hier nicht auskippen. Willst du mich jetzt verhohnepiepeln? Nee, Quatsch, warte, ist doch totaler Blödsinn. Wir haben doch Methan auf Verteilen. Theoretisch müsste das von ganz alleine hier reinkommen, oder? Steine sind da, Methan wird verteilt, Gold müsste rauskommen. Wenn wir jetzt einfach nur vorspulen, dann läuft es. Hätte ich gesagt, oder? Also. Dann stellen wir das alles brav wieder hier hin und hauen ab und holen die nächsten Silageballen. Ich würde da ja echt gerne Geld draus machen, aber mir ist Gold eigentlich lieber. Und Abfahrt. So, und ich bin schon gespannt. Den Acker hier neben, also den wir hier auf der linken Seite anlegen wollen, den könnten wir eigentlich so groß machen, wie unser Wald da hinten das Land reicht. Da werden wir alle Bäume weghacken. Dann werden wir dementsprechend viel für unser Beden Schreinereien haben. Das Sägewerk wird sich freuen. Dann haben wir nämlich Bretter ohne Ende. Daraus können wir dann Möbel machen ohne Ende. Ein Teil davon werden wir direkt verkaufen für Portemonnaie. Wir haben ja auch noch den Wald zu Hause. Den sollten wir vielleicht zuerst wegmachen und wieder aufforsten, bevor wir hier weitermachen. Und ja. Dann wäre ich vielleicht bereit, dass wir wirklich neue Felder anlegen. Oder mal ein ganz großes Feld machen. Komm, wir fahren mal hier weiter durch die Pampa. Der direkte Weg, bitte. Und dann könnte das unter Umständen was werden. Also leichte Mini-Ruckler habe ich hier immer noch drin, aber ich denke mal, das liegt an der Map an sich wegen Shader Cache oder Objekte laden und keine Ahnung. Dafür, dass wir bewölktes Wetter haben, ist es noch relativ hell. Also irgendwas hat hier alles heller gemacht. Ich weiß nicht warum und ich habe die Helligkeit in den Grafikeinstellungen schon auf 0,5 8, also weiter runter geschoben und nicht auf 1. Und ich möchte sagen, das war im 19er bei der Alpine DLC-Map auf der Erlengrad. Ich möchte sagen, da war das auch schon problematisch, dass es immer so hell war überall. So, dann fahren wir das mal auch in die BGA. Ich finde es eigentlich okay, warte mal, müssen wir mal checken hier, dass wir hier so einen kleinen Huckel drin haben. Wollen wir das mal angleichen? Warte mal, wir fahren mal beiseite. Ich hab da mega Bock drauf gerade, dass wir das hier schön machen. So, dann nehmen wir mal in den Garten Landschaftsbau. Dann schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen was gerichtet kriegen an der Sprungschanze. Glätten, Bodenanpassung. Ach Gott, nein. Wir löschen uns das Gras damit, ne? Das ist nicht cool. Jetzt hätten wir uns fast das Feld gelöscht. Das wäre natürlich noch viel schlimmer gewesen. So, naja, wird schon gehen. Wir können ja Gras hier wieder. So, dann stopfen wir das da wieder rein. So, als wäre nie was gewesen. Guck. Warte mal. Hier so. So. Viel wichtiger ist eigentlich, dass dieser Huckel hier wegkommt.
Können wir nicht, weil ich. Och nö, weil der Boden hier zum Dings gehört, ne? Ist fantastisch. Einfach fantastisch. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir die Halle vielleicht nochmal abreißen dürfen. Na, da ich ja Bock drauf, die war teuer. Och man, nee. Aber wir kriegen diesen ollen Erdnuckel, der hier in der Mitte ist, nicht weg. Das ist ein Problem. Wenn wir von draußen rinfahren? Wir können von hier drunter nichts machen, ne? Nee, da das Fußboden von der Halle ist. Wir kriegen 17 wieder. Wir müssen die wegreißen. Hilft ja alles nicht. Jetzt müssen wir theoretisch die beiden Gerätschaften hier entsorgen. So, pass mal auf. Das ist jetzt ein mega Käse, was wir hier machen. Aber das hilft ja alles nicht. So. Wir bügeln das mal hier schön gerade alles. Und dann stellen wir die Halle hier wieder auf. Mega teuer, ich weiß. Wir müssen die auch drehen. Ist gerade Geld verschwenden, sein Vater. Aber, was willst du machen? Irgendwie müssen wir ja hier klarkommen. Das Ding ist, er wird. Ach nee, er wird wieder so viel Bodenanpassung machen. Dass man das nie ausschalten kann. Das wäre nochmal richtig cool. So, bumm. Ach, erzähl mir doch nicht. Es ist ja noch schlimmer geworden als vorher. Ich mach das hier gleich platt, Leute. Ich habe jetzt hier die Faxe dicke. So, das kommt weg. Oh oh. Na gut, dann müssen wir da wohl nochmal ran. Warte mal, dann reißen wir aber hier den Zaun gleich weg. Dann machen wir uns das vorher alles schön plan. Na sag mal. Aber der hat aber hier ja ordentlich einen schicken Rinn gehauen. Dann müssen wir hier nochmal wegräumen. Na toll. Ist ja mal wieder klasse. Naja, so. Erstmal Silageballen in die BGA bringen. So können wir auch Geld verbrennen. Macht ja Sinn, ist ja klar. So. Ärgert mich gerade massiv. So richtig doll. Könnte ich gar nicht vorstellen. Ach, naja. So richtig zufrieden bin ich mit der Halle sowieso nicht. Als Heulager, generell als Ballenlager. Vielleicht nehmen wir uns da doch nochmal irgendwie was anderes. Und ihr könnt mir vorstellen, da wir jetzt eine andere Grafikeinstellung haben und ich OBS hier updated habe und Stream Deck auch. Dass wir vielleicht den Schafstall hätten ja nicht abreißen müssen. Und die Rundbogenhallen auch nicht. Nur sind sie aber weg. Und die kultet nicht zurück, also bleibt jetzt so. Na? Okay. Och, und dann ging der richtig los hier mit dem Thema Gras und Häckseln und Ladewagen und. Also, ich kann ja verstehen, dass der Ladewagen praktisch ist, Freunde, aber ich habe ja fast alles immer im 17er. Also, da wart ihr halt nicht mit bei. Muss ich euch wieder zugute heißen, aber ich habe schon so viel mit dem Ladewagen gefahren. Nehmt mir das nicht übel, aber ich habe echt keinen Bock mehr auf den Ladewagen. Das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint euch gegenüber, aber ich kann den Ladewagen nicht mehr sehen. Deswegen habe ich auch keinen, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten und ich möchte das mal ausprobieren, wie man denn das ganze Schwad noch hochheben kann. Am effizientesten, meiner Meinung nach, in Ballen pressen und die Ballen abtransportieren, weil dann fährst du nicht so oft wie mit dem Ladewagen hin und her. Ja. Na? Guck mal, hier wird aber ordentlich Silage wegschnabuliert. Also, das ist krass. Heftig, heftig. So. Den schiebt man raus hier. So, wir haben dazugelernt. Lernkurve und so. Ja, wir stellen das hier hin. Und schwuppdiwupp ist der Dosierer voll. Die Silageballen passen da noch nicht mal alle rein. Okay, da habe ich jetzt gerade Befürchtung. Doch, da werden die nach und nach alle wegschnabuliert. Das geht. Das ist supi. Warte mal, haben wir hier jetzt schon Gas? Weil eigentlich transferiert er das ja rüber. Wir haben ja verteilen gedrückt, da keine andere Produktion Gas braucht. Und das die einzigen Abnehmer hier sind, müsste das theoretisch funktionieren, dass Gas hier ankommt. Wer war vorspulen?
Warte mal, wir spulen mal ein bisschen schneller vor. Güter fehlen. Güter fehlen immer noch. Ja, läuft, läuft, läuft. So, guck mal, Methan, 8000 Liter. Gold kommt. Es funktioniert, wir können rüberschieben, ohne dass wir das hin und her fahren müssen. Das ist mega belohnend. Dann wäre bald sinnvoller, wenn wir den Wassertrigger und das Fass... Brauchen wir da nicht hin und her kutschen, wisst ihr, wie ich mein? Egal, wir lassen das hier erstmal so. Dann würde ich sagen, zanken wir uns noch ein bisschen mit der ganzen Ballenhallengeschichte, oder? Komm, wir schauen mal, was haben wir denn im Angebot? Mit so einer Halle. Irgendwas zum Durchfahren. Macht ja Sinn, ist ja klar. Muss auch hoch genug sein, dass wir da mit unseren Ballenanhänger voll bepackt durchdüsen können. Allzu klein sollte das auch nicht sein. Ist das hier zum Durchfahren? Leider zu. Leider zu. Die sind, glaube ich, alle zu, ne? Das ist schlecht. Wie sieht's denn Klaus? So ein Ding, war zu groß. Bam, 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 bam. Doll teuer ist der ganze Quark auch natürlich. Macht ja Sinn. Nee. Ist auch nicht beide Seiten offen. Ist leicht ärgerlich. So ein großes Ding. Ist der offen? Der ist offen. Der ist da auch wieder zu. Das gibt's da ja nicht. Dann nehmen wir ja bald die Möglichkeiten aus hier. Weil das ist hier mit so einer fette Bergehalle. Aber hier geht auch nicht so viel drin. Ja, das leidige Thema, nicht wahr? Richtig. Das ist aber teuer. Ja, das Ding ist schon ja nicht schlecht. Komm, ja. Wir müssen den Boden nochmal gerade bügeln und dann geht das los. So. So, passt mal auf den Weg zurück, gebe ich euch jetzt mal die volle Ladung K-Sound. Na, das Ding ist so unfassbar laut. Und Abfahrt. Okay, also wenn wir die Kartoffeln hier erntet haben, dann können wir die BGA, glaube ich, sehr, sehr lange damit füttern. Ist gut, dann haben wir mehr Schweinefutter. Wir brauchen gerade echt viel Geld, aber ich weiß nicht, ob das so langanhaltend ist. Die Wolkenqualität ein bisschen runtergenommen. Dadurch sieht es so leicht punktuell und generiert aus. Aber das ist mir eigentlich egal. Wenn die Performance dadurch besser läuft, dann ist mir das ganz recht sogar. So. Siehst du wohl im Kapitol, dann holen wir uns jetzt mal hier unsere Ballen weg. Dann müssen wir hier nochmal gerade bügeln. Oh Mann, ey. Ist echt nicht cool. Überhaupt nicht. So. Lassen wir den da mal stehen. Dann holen wir uns noch den Frontschwader und dann. Oh, er hat schon eine Kante drin gezaubert hier, ey. Die fällt mir überhaupt nicht. Komm mal mit. Sieht schon verschärft aus, ne? Mit dem fetten Ding da hinten dran. Problem ist nämlich, der dicke Apparillo passt da nicht durch die neue Halle durch. Da sind die Tore zu flach für. So, Landschaftsbau. Wir müssen erstmal hier alles wieder gerade bügeln. Das geht ja gar nicht. Ach Gott, ey.
Der Bodenanpassung. Wir machen mal richtig intensiv. Wie, jetzt macht das nicht? Doch. Dann heben wir uns das alles mal wieder dahin, wo wir es hatten. So. Auch die Kante hier weg. Das ist doch jetzt ja perfekt, oder? Machen wir uns hier die Straße wieder schön. Und das hier auch. Oh, hier sind aber dicke Löcher drin noch. Oh, hat er denn hier gebaut? Aber richtige Löcher. Pass mal auf. So. Gebäude. Dann nehmen wir uns die Halle nochmal, weil sie ja nicht so schlecht ist eigentlich. Die Kurve nur die. Jetzt müsste der massiv gerade sein. Die Betonfüße sind aber alle weg. Das ist nicht alles auf eine Höhe, oder? Warum macht dann das jetzt wieder tiefer? Welchen Referenzwert hat dann sich da genommen? So, aber jetzt so, oder? Okay, ja, musst du doll drauf achten, ey. Da kannst du richtig viel Geld mit verschenken. Habt ihr ja gesehen? Videobeweis ist ja da. Wieder runtergesetzt. Warum auch immer. Mir egal, dafür haben wir in der Mitte jetzt keinen Poller da drin. Schon okay. Naja, was willst du machen? Dann pflanzen wir wieder Gras an. Ah, so wie sich das gehört. Dann müssen wir die Büsche nochmal neu machen. Warte mal, wie man hier auf. Da. So, bis ran. Dann kommt hier nochmal ein schöner Zaun hin. Dann dürfte das aber eigentlich alles so weit tippitoppi-paletti sein, so wie ich mir das von Anfang an gewünscht habe. So. Hier der gleiche. Ja, manchmal steckt der Teufel massiv im Detail. Ja, naja, ist egal. So, den Busch weg, den Busch weg. Dann machen wir ein bisschen Gras, dann passt mir das schon soweit. So, das war jetzt nicht so wunderschön, aber ist okay. Ist hier eine dicke Kante drin? Ich hoffe ja mal nicht. Warte mal. Wir können das jetzt anschmieden, dass der Übergang richtig sanft und wunderschön ist. So wie hier zum Beispiel, guck mal. So, siehst du wohl. Und schon fliegen wir nicht aus dem Sattel, nur weil wir hier mal hochfahren. Wollen wir andere Zäune darin bauen? Ich fand die weißen jetzt ja nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Was hätten wir denn noch im Angebot? Was holt? So eine Sichtschutzwende wäre auch nicht verkehrt, oder? Na klar, kollidierte mit einem anderen Objekt. Macht ja Sinn. So. Na? Toll, jetzt haben wir die Zaunpfähle innen. Hätte man das drehen können? Ja, na ist egal. Machen wir sie nach außen. Dann haben wir die Bretter nach innen. Das ist mir jetzt auch Latex. So. Na, haben wir das auf jeden Fall schon mal. Dann brauchen wir noch ein paar Büsche. Ey, ohne Quatsch, Leute, läuft wirklich mehr voll performant. Ich bin so richtig stolz. So, Buschwerk. Bäumchen. Oha. Ah, ich will nicht immer nur Birken bauen. Was ist denn mit so ein paar Pappeln? Nee. Zu groß. So. Das ist okay. Jetzt haben wir unser Ballenlager. Das ist ja schon mal okay. Jetzt müssen wir noch eine Fahrprobe machen, ob wir hier auch durchkommen, ohne dass wir aus dem Hocker fliegen. Obacht, Ohren zu halten, laut. Ja, guck mal, der Übergang, der ist doch viel sanfter. Viel schöner. So, der Frontschwader wohnt hier auf der Ecke. So.
Ey, na, das war ja eine Geburt, Leute. Aber okay, was willst du machen? So. Ein bisschen gerade fahren hier. So. Können wir die hier hin? Konfliktfrei? Wäre schön. So. Na, die stehen doch hier perfekt. Müssen wir nur den Anhänger noch irgendwo disponieren? Dass er seine Position findet? Ich glaube hier hinten, oder? So. Na, siehst du, dann sind wir doch erfolgreich. Hat zwar wieder ewig gedauert, das war die reinste Geburt, aber. Siehe da, die Halle steht, alles ist glatt, mehr oder weniger, obwohl wir alles planiert haben, hat er immer noch so eine Kuhle darin gefeuert, warum auch immer, ich weiß es um Verrecken nicht, ist ja auch egal. So, Pläne für das nächste Mal, warte mal, was sagt denn der Kalender? Wir sind immer noch im Juni, wir können ernten unsere Sojabohnen im Oktober, die Kartoffeln sind im August schon erntereif. Theoretisch könnten wir beim nächsten Mal hingehen und den Wald hier auf dem Hof erstmal ein bisschen Ballett machen, oder? Das wird jetzt alles ins Sägewerk stopfen. Dann könnten wir wahrscheinlich Kartoffeln roden mit einem Kartoffelroder. Den müssten wir mieten. Da wäre natürlich schön, wenn wir ein bisschen Geld hätten. Da wäre unter Umständen nicht verkehrt, wenn wir da mal so eine Holzladung wegbringen. Ja, und dann sind die Sojabohnen bald erntereif. Wann sind denn Sojabohnen verkaufs? Lukrativ. Im Juni, also quasi heute. Ah, verdammt. Gut, dann müssen wir die nochmal eine Runde wegpacken. Guck mal, 3200 beim Rangierbahnhof. Ja, unfassbar. Haben wir alle Felder mit Sojabohnen? Ja, haben wir. Wie gesagt, und hier hätte ich gerne neue Felder noch gebaut. Hier so. Na, vielleicht zwei. Vielleicht hier mal so ein Langet bis ran. So, dass wir hier an die Farm rankommen und dann hier nochmal eins drin. Oder wir machen hier vier Kläne. Wobei, warte mal, vier Kläne lassen sich besser bewirtschaften, theoretisch, ne? Zack, 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 Straßen durch. Das vielleicht ein bisschen viereckiger gemacht. Wenn wir das hier kaufen sollten, dann hier oben nochmal eins rein. Was ist denn landtechnisch? Wie gesagt, hier kommt auch nochmal ein Acker rein. Der Wald kommt weg. Das wird fantastisch. Wird unfassbar viel Holz geben, denke ich mal. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, wir mieten uns nochmal einen Harvester. Und dann geht den Wald hier am Sägewerk an den Kragen. Nur ist die Frage, zäunen wir uns das hier ein oder nicht? Und ich würde die Bäume, die hier vorne stehen, auf der Ecke vielleicht sehr wirklich stehen lassen. Die hier, ne, die hier auf den kleinen Streifen. Die würde ich stehen lassen. Und dann ab hier vorne so anfangen, dass wir die weghauen. Oder wir lassen sogar den Streifen, der hier draußen lang geht, noch stehen. Müssen wir mal gucken. Na? So. Das klingt doch nach einem Plan für das nächste Mal. Sind auch, glaube ich, gar nicht so viele Bäume. Müssen wir mal gucken. So ein paar Laubdinger sind dabei. Die schneiden wir dann noch raus. Das wird herrlich. Also. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht keinen Quatsch. Renni hauen.